Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Project Let's Plays und einer weiteren Folge Watch Dogs 2. Wir haben die letzte Mission erledigt. Jetzt gehe ich erstmal ins HQ. Nee, Leute, wir machen was Entspannteres. Und zwar haben wir die Aufgabe, was ist denn mit der Steuerung eigentlich los? Ging doch so flüssig. Wir machen jetzt erstmal Party. Wir gehen jetzt erstmal Party machen. Ich weiß echt nicht, wo... Komisch. Guckt euch das an, wie das rumleckt, Alter. Das war noch nicht so am Anfang. So, wir fahren jetzt erstmal hier hin. Und machen erstmal dicke Party. Aber ich glaube, da suche ich mir aber noch ein Motorrad unterwegs, weil das ist einfach schneller. Lenny hat recht. Kiki ist noch gesperrt, Marcus. Völlig egal. Schluss mit Spielchen. Wir gehen in ihr HQ und holen uns den Dechiffrierschlüssel. Nach unseren Infos hat Prime 8 einen Bunker. Ein Bunker? Aber wir wissen nicht wo. Lenny hat ein implantiertes RFID. Können wir den Bunker damit finden? Ja, das ist möglich. Super. Zeit, Lenny zu besuchen. Keine halben Sachen mehr. Ranch, du bist mein Backup. Ja, mach ich. Wir gehen jetzt trotzdem erst Party machen. Baumsteiger. Knallt richtig schön das Auto. Die Geschwindigkeitsanzeige wäre halt noch richtig fett. Jetzt bin ich so gut und so schnell gefahren, Alter. Jetzt haben die Hacks nicht funktioniert. Ja, ich bin. Boah, fuck. Alter, was ist das für ein Auto? Über die Golden Gate Bridge fahren wir jetzt. Schön, Alter. Richtig schön gemacht. Das Auto fällt zwar fast schon auseinander, aber egal. Oh, mal gucken, ob wir überhaupt heil noch ankommen. Ey. Nicht mal mehr eine Tür. Den Typ gut? Ups, jetzt nicht mehr auf jeden Fall. Wow. Na egal.
Marine. Kostet übrigens Geld, über die Golden Bridge Gate Bridge zu fahren. Musst vorher anmelden oder dich registrieren und dann kannst du drüber fahren im Auto. Oder du fährst einfach mit dem Bus drüber, das geht eigentlich auch. Alter, so eine Drecksau! Alles wird wieder gut? Oh ja, so geht's natürlich auch. Ah, brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Ah, du Sack! Ah, brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Alter, schön. So ein Wichser. Drängt mich einfach von der Straße ab. Ich glaube, ich bin. So, machen wir erstmal Party. Karaoke-Party. Hey Markus, probier mal Roxanne auf Tangwar. Das ist elbisch. Hey, Sitara. Bring das mal auf den Schirm, Josh. Ist von Miranda. Ihr werdet verfolgt. Ein Freund von mir schickt euch das unter großem Risiko. Passt auf euch auf, ihr seid im Visier. Visier? Was? Das sind wir. Fuck, genau jetzt. Seht euch das an. Jemand beobachtet uns direkt von draußen. Hey! Verdammte Scheiße. Okay, dann machen wir den Scheißer platt! Hey, ganz cool, Mann. Schleicht euch raus. Ich gehe vorne raus und sehe nach, ob ich eine Spur finde. Yeah. Ah, mal gucken, was das für ein Freak ist, der da einfach uns hinterher stalkt. Da ist dein Van. Ja, das sind sie. Hol dir, was du kannst. Oh, fuck. Oh, ich glaube, ich nehme... Na, soll ich ein Bike nehmen? Nein, ich nehme kein Bike. Fuck! Fuck, fuck, fuck! Ich wette, das ist FBI oder so ein Scheißdreck. Ich mach die jetzt platt, Alter. Ich tu die irgendwie beobachten, gucken, was die machen, ne. Aber ich brauch da trotzdem Reichweite. Drücke V, um Netzwerk zu öffnen. Ah, ja klar. Da ist dein Van. Ja, das sind sie. Hol dir, was du kannst! Thank you.
Netzwerk runter, um ihn loszuwerden. Bleiben Sie dran, die Infos zum Verdächtigen folgen gleich. Hallo? Sind Sie noch da? Hallo? Oh Mann! Wer sind diese Leute? Die haben tonnenweise Zeug über uns. Noch mehr Fotos und wie es aussieht, eine Karte von Joshs Laufwegen. Und anderes. Was zum Teufel? Oh shit, oh shit! Was? Das FBI! Du hast das FBI gehackt! Hör zu, ich bin in ihrem Funkkanal! Jemand will auf unsere Datenquelle zugreifen. Sofort alle Agents hierher! Verdächtigen einkreisen! Scheiße, dass die da, dass das Auto nicht mehr da ist, hä? Na, jetzt landen wir erstmal nach. Schön. Bleiben Sie, wo ist denn los? So ein scheiß Anti-Hacker-Demon hat mitgekriegt, was wir machen. Warte mal kurz. Oh Mann. Oder auch Zeit. Mit der Karre kannst du halt nicht weit kommen. Wir kriegen hier unglaubliche Mengen an Zeug, Mann. Davon müssen wir was ausstrahlen. Ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Nein! Ich hab mich selber erwischt. Fuck. Das war ein bisschen... Oh, nee, oder? Müssen wir nochmal probieren. Vielleicht kann ich die auch irgendwie umgehen. Ich muss ja nur in der Nähe sein. Ah, nee. Da kommen ja trotzdem die Verstärkung. Ich gucke halt, dass ich irgendwie in der Pampas rumfahren kann. Das ist am besten. Mal gucken, dass ich da ein paar Leute von denen überfahren kann. Da ist dein Van. Ja, das sind sie. Hol dir, was du kannst. Ja, die ist schon vorbeigelaufen, die Fotze. Oh fuck, nee. Ich sehe niemanden. Ich gehe weiter. Haben Sie das gehört? Ich brauche dringend Hilfe. Ich schicke Ihnen eine Beschreibung des Verdächtigen. Oh Mann! Wer sind diese Leute? Die haben tonnenweise Zeug über uns. Noch mehr Fotos und wie es aussieht, eine Karte von Joshs Laufwegen. Und anderes. Was zum Teufel? So, verpissen wir uns. Oh shit, oh shit! Was? Das FBI! Du hast das FBI gehackt! Hör zu, ich bin in ihrem Funkkanal! Jemand will auf unsere Datenquelle zugreifen. Sofort alle Agents hierher! Verdächtigen einkreisen! Was ist denn los? So ein scheiß Anti-Hacker-Demon hat mitgekriegt, was wir machen. Warte mal kurz. Oh Mann.
Oder auch Zeit. Wir kriegen hier unglaubliche Mengen an Zeug, Mann. Davon müssen wir was ausstrahlen. Ich bin gerade ziemlich beschäftigt, Wrench. Ha, absolut. Ich glaube, wir sind ein bisschen beschäftigt. Gefällt mir. So, und jetzt? Marcus, wir sind durch. Hau schleunigst ab. Ach ja, herrlich. Haben wir ein bisschen das FBI geknackt. Oh, das Motorrad hätte ich jetzt gebraucht. Oh, hier wird ja irgendwo ein Motorrad umgurken, oder? Motorrad? Motorrad. Keiner fährt ein fucking Motorrad hier. Aber ein Quad. Verdammte Scheiße! Mann, ruhig bleiben. Wrench, was macht... Wir legen uns mit dem FBI an, Mann! Wir müssen unsere Kommunikation einschränken. Okay, aber... Minimale Kommunikation, M. Nur persönlich reden. Triff mich an dem Ort. Du weißt wo. Branch? Verdammt. Dann mal auf ins Café. Café, Alter. Marcus, wir versuchen Horatio zu erreichen. Er antwortet nicht und sein Handy bewegt sich auch nicht. Kannst du mal nach ihm schauen? Ich markiere das Handy auf der Karte. Klar. Okay. Also wir haben dicke Probleme hier. Wo haben wir das? Also hier haben wir was. Horatio ist auch irgendwie. Da ist auch noch Horatio. Oh Mann, ziemlich viel Fahrerei jetzt auf einmal. Ziemlich unschön, aber ach, das ist halt das Leben. Ey. Voll geil. Obwohl, das Fahren macht mir eigentlich noch richtig Spaß. Wenn du richtig geile Karren hast, dann kannst du schön fahren und es ist sehr entspannend. Ah, den hat's hingefickt. Wenn du noch so geile Spielereien machen kannst. Macht es noch umso mehr Spaß. Drecksack! Wo ich bin? San Francisco ist einfach eine herrliche Stadt. Ey. Ich würde jederzeit wieder dorthin gehen. Mir sehr gefallen. Ja. Rechts oder links? Das ist die Frage. Eingeparkt, was wollt ihr? 10 Donuts! Bei dir könnte ich kotzen! Hey, hey, aufhören! Stopp! Hey!
Alter. Wir brauchen einen Krankenwagen, sofort. Nutte, Alter. Jemand ist verletzt, wir brauchen einen Krankenwagen. Wir haben sie lokalisiert. Sie hören, die Polizei kommt. Ich weiß nicht recht. Alter. Die Wichser. Scheiße, Mann. Gefällt's hier, hä? Das Essen ist durchschnittlich. Oh. Konntest du schon landen? Ich weiß nicht. Findet sie meine Maske jetzt heiß? Bin mal gespannt, ob der seine Maske noch abzieht irgendwann. Das wird richtig geil. Das FBI-Hauptbüro ist im Dellums Building. Wir brauchen die restlichen Daten. Weil hier läuft irgendeine linke Tour ab, Mann. Was Großes. Mehrere Hacker, die ich kenne, haben gemerkt, dass ihnen Vans folgen und so ein Scheiß. Tja, wäre nicht das erste Mal, dass das FBI Hacker rekrutieren will nach dem Motto, mach mit oder stirb. Warum jetzt? Das Timing ist verdächtig, wo wir so beliebt sind. Wie sehr vertraust du Ray? Vielleicht hat er einen Deal. Nein, Mann, niemals. Da kannst du dich drauf verlassen. Okay. Vielleicht hilft uns Miranda? Ja, vielleicht. Sie nutzt immer so eine Autoservice-Geschichte. Ich hacke den Feed und spiele für sie den Fahrer. Kann ich euch was bringen? Ich gehe gerade, aber kann ich dich was fragen? Mhm. Findest du, seine Maske ist heiß oder gruselig? Beides. Bleibst du noch auf mich? Schönen Tag noch. Sexy. Ja, meine lieben Freunde, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und nicht vergessen, ein Like ist kein Dreck. Shit. Ach, kein Mord, Mann. Drückt den Like-Button. Abonniert meinen Kanal, das wäre richtig nice. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Haut rein.